Hallo Leute, hallo von André Unger. Worst case scenario. Worst case scenario ist ein maximaler Verlust oder das Schlechteste, was passieren kann für eine Strategie. Und normalerweise nutzt man diese Information, damit man schätzen kann, wie viel man investieren soll, wie viele Kontrakte oder wie viel Geld und so weiter. Damit im Fall es passieren würde, würden wir nicht zu viel verlieren und könnten wir weiter handeln am nächsten Tag und so weiter. Natürlich kann man das nicht immer so richtig schätzen. Maximaler Verlust könnte unser Stop-Loss sein oder maximaler historischer Verlust oder maximaler Drawdown, irgendwelchen Parameter, was uns helfen kann zu schätzen, was passieren könnte. Aber man kann es auch anders schätzen. Und das Problem ist, dass nicht immer schätzt man das gut genug. Was in den letzten Zeiten bei optionsellers.com passiert ist, zeigt, dass auch Profis Probleme haben können. Für jene, die das nicht kennen, optionsellers.com war, ich muss jetzt leider sagen, war eine Webseite, die für Naked Option Sell tätig war, hat eine ganze Industrie gebaut mit auch Bestseller-Bücher, wo die das erklärt haben, die ganze Theorie. Die wollte einfach zeigen, wie man Optionen verkaufen könnte, erfolgreich verkaufen könnte und Risiko in jedem Fall begrenzen. Alles war toll und gut, 25% Profits pro Jahr in den letzten Jahren, bis das, was passiert ist, passiert ist. Was ist passiert? Eine starke Bewegung in den Energiefutures und beziehungsweise Natural Gas war dann das letzte, haben das ganze Geld rausgezogen und noch mehr. Also die Investoren haben jetzt sogar noch Schulden und die müssen noch weiter Geld an den Broker zahlen, weil sie mehr verloren haben als das, was auf dem Konto war. Wie könnte sowas passieren? Ja, die Bewegung war stark, war groß. Ich kann natürlich nicht sagen, ob diese Händler das richtig oder falsch getan haben. Das kann ich nicht sagen, weil ich kenne die genaue Situation nicht und ich würde niemals der Schlauste sein nachher. Ich kann einfach sagen, ich zeige nur, das ist passiert und das ist dramatisch. Diese Bewegung, wenn man aber die Bewegung ansieht, war nicht so. Die war schon groß, aber nicht so schnell oder so mit einem größeren Gap über Nacht. Nein, das war eine Tagbewegung. Und die war fast wie wenn man eigentlich reagieren könnte. Gut, wenn Sie Options auf Naturalgas, Erdgas kennen, dann würden Sie auch wissen, dass es nicht immer möglich ist, diese zu kaufen oder zu verkaufen. Weil im Orderbook sind nicht immer so Bid-Ask, die vernünftig sind. Das passiert bei Crude Oil, bei Mini-S&P nicht, bei Natural Gas passiert es, dass man nicht immer eine Counterparty findet, damit man kaufen oder verkaufen kann. Also das ist schon was Wichtiges. Aber trotzdem, wenn man einen richtigen Plan hätte, könnte man vermutlich irgendwie reagieren, damit die Katastrophe kleiner war. Vielleicht, ich meine, das ist meine Idee natürlich. Ich bin nicht hier zu sagen, dass die Leute das nicht wussten oder falsch geschätzt haben. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Erstens ist, dass diese Riesenbewegung, die stattgefunden hat auf Erdgas, total unterschätzt wurde. So unterschätzt, dass überhaupt kein Plan da war, im Fall es passieren könnte. Also es gab keinen Plan, wo man gesagt hat, okay, wenn das passiert, dann machen wir das. Weil das, was passiert ist, wurde überhaupt nicht gedenkt. Zweitens, auch die andere Möglichkeit ist, dass auch wenn es am Moment stattgefunden hat, wenn die Bewegung in Bewegung war, haben die Leute nochmal unterschätzt, wie weit diese Bewegung sich bewegen könnte. Die haben also einfach gesagt, okay, das ist schon zu viel, es wird jetzt wieder zurückgehen. Es ist zurückgegangen, aber nur später, am nächsten Tag und es war schon zu spät. Diese Bewegung war zu groß, nicht zu tief, zu hoch und niemand hat reagiert, weil niemand erwartet hatte, dass sie so weit gehen könnte.
Also mit dem, nochmal, ich sage nicht, dass die Leute schuld sind oder so, das kann ich nicht sagen. Ich sage nur, was wichtig ist für uns, dass wir niemals zu optimistisch sein müssen im Trading. Wir müssen immer pessimistisch sein. Wenn wir etwas schätzen, was kann da passieren? Immer schlechter als wir denken. Damit wir bereit sind, im Fall es passiert, schon einen Plan zu haben, zu reagieren. Wenn Sie ein Trade öffnen, niemals müssen Sie sagen, ja, ja klar, das kann nicht passieren. Nein, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Wenn Sie sagen, wenn einer sagt, ja, aber was passiert, wenn dieser Markt jetzt 5% runterfällt? Ah, komm, 5%, maximal ist 2% passiert. Wie kann 5% passieren? Nicht unterschätzen. Was passiert, wenn es aber passieren würde? Das muss man wissen und man muss bereit sein. Wenn man das nicht macht, dann kann man seriöse Probleme haben. Und ab und zu sieht man, in der Industrie passieren diese Sachen und ab und zu geht jemand wieder pleite oder noch schlimmer, wie in dem Fall, hat er noch Schulden. Also, Ihr Geld ist wichtig, sehr wichtig. Bitte passen Sie immer auf, dass Sie pessimistisch genug sind, das Worst-Case-Szenario gut genug zu schätzen und damit einen Plan vorzubereiten, damit Sie reagieren können. Das war, Leute. Sie können meinen Kanal abonnieren, mein rotes Glöckchen. Da haben Sie die Updates, wenn etwas Neues kommt. Und haben Sie ein Worst-Case-Szenario schon erfahren? Bitte kommentieren Sie, schreiben Sie da unten. Das werde ich gerne lesen. In der Hoffnung, dass jenes Worst-Case-Szenario nicht zu worst war und damit Sie heute noch ganz fit sind im Trading. Ciao von Andrea Unger. Bis nächstes Mal. Ciao aus Italien.